Achso, ja, du kannst ja nicht im Sand buddeln. Wir wollten jetzt im Sand buddeln lassen. So, also hier steht noch irgendwie so ein Butterbot und noch ein grüner. Ist das große Wauwau jetzt weg. Ne, das war zu knapp. Seth, das machen wir gleich nochmal. Na los! Ja, erzähl das deinem Roboter auch noch. Wir werden sterben. Keine Angst, Seth. Das klappt schon. Ich mag Seth. Wir werden sterben. Ach, so schön. China habe ich zu spät gesehen. Super, Seth, du hast es geschafft. So, hat die Starter-Plattform. Auf den Zugang zu Boden. Sicherlich ganz viel Fallen. Ja. Nächstes Jahr ganz viel Fallen. Nein. Als das Mandat Neu-Eden entdeckte, nannten sie es eine neue Chance für die Menschheit. Alles, was ich wusste, war, dass mir dieser Ort meine Tochter wegnehmen würde. Versteh mich nicht falsch, Jule. Ich war sehr stolz, mit anzusehen, wie du dafür gekämpft hast, Teil des Neu-Eden-Teams zu werden. Und ich wusste, dass du gehst, war auch meine Schuld. Seit du klein warst, haben wir immer vom All gesprochen. Wie unglaublich es wäre, andere Welten zu erkunden. Und du kommst ganz nach deiner Mutter. Tapfer, gütig, etwas waghalsig. Die Erde war zu klein für sie. Und ich schätze, für dich wohl auch. Es macht mich glücklich, dass wir trotz der großen Entfernung
zusammenarbeiten können, um meine Erfindung zu testen. Die Kern-KI. Wenn wir Erfolg haben, bekommt die Menschheit nicht nur eine neue Heimat, wir revolutionieren das Verhältnis zwischen Menschen und künstlichem Leben. Tja, vielleicht hat dieser Käse mit der KI ein bisschen zu gut funktioniert. Wenn sich wie in vielen Horror-Stories über Roboter sich die Maschinen nämlich selbstständig machen und versuchen, irgendeine Weltherrschaft an sich zu reißen. So, Anforderungen. 6 Plasma-Kerne, Level 10. Ja, haben wir alles. Na dann legen wir mal los. Gut. Gemütlich. Namens Kernanalysator. Ich habe leider keinen Zugriff auf die Baupläne der Fabrik, aber ich versuche euch hinzulotsen. Klingt gut. Mac, Seth, also los! Der Sicherheitsspot hier hat auch schon bessere Tage gesehen. Und wie schnell Violet hier von Ort zu Ort sich teleportieren kann, da könnte man fast neidisch werden. Hier könnte man nur die Orte besuchen, an denen wir schon gewesen sind. Überraschung. Sonst noch jemand? Zurück zu mir! Das klingt gut, wenn du keinen Abbruch gehört hast. Wo bin ich? Ich glaube, Jules war auch mal auf dem Klo. In diesem Stein. Hey,
Hilfe! Warte mal, kann ich das irgendwie neu laden? Hat er das jetzt irgendwie gespeichert? Ich geh mal kurz zum Titelbildschirm. Das hat funktioniert. Ich höre es auch nicht. Wachsam, es geht los. Oder auch nicht. Könnte auch sein, dass wir den ganzen Kampf hier nochmal nach vorne machen. Abschied! Hier ist alles kaputt. Der Schild hält ja nicht lange. Beziehungsweise er bleibt nicht lange aus. Ich hab die falschen Waffen eingesetzt, weiß ich nicht. Ja, nur mal gucken, ob es hier oben irgendwo was Spannendes gibt. Da oben zum Beispiel. Sieh an. Blaue Jungspinnen, SPDR-Beine. Okay, das ist was für Seth. Eine leere Zellenbot-Fassung. Der Kleine muss hier irgendwo sein. Wie immer. Hi, ich bin in einer Art Brechergrube. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr müsst nur am Brecher vorbei. Ja, wenn es weiter nicht ist. Kleine Mücken sind übrigens nicht die Brecher. Da
ob das vielleicht was Größeres ist. Das sieht noch schwer nach Arena aus, ja. Ich weiß nur nicht, ob das so gesund ist oder wenn da direkt unter Strom steht. Sieht sowieso geschlossen aus, also müssen wir das irgendwie von der Stromversorgung trennen. Komm auf der anderen Seite irgendwo. Da bist du! Los, komm mit! Überraschung! Ah, natürlich sind sie noch sauer da drauf. Zeig, was du drauf hast. Deiner Fassung. Komm, Buddy, komm.
Einige Materialien sind für die Kernherstellung unentbehrlich. Die kristallinen Strukturen, die auf der Erde selten waren, gab es auf Neu-Eden reichlich. Wow. 29. April 2053. Victor und ich haben eine Woche bis zum Landeplatz der Versorgungsfahrzeuge gebraucht. Wir mussten mit dem Crawler eine Steinlawine umfahren, die nirgends verzeichnet war. Aber die meisten Kernbots sind in gutem Zustand und der Hauptkern ist Gott sei Dank sicher. Ohne ihn wäre kein Terraforming auf diesem Planet möglich. In 200 Jahren hat Neu-Eden einen blauen Himmel, Wasser und Bäume. Es wird ein Paradies, wie die Erde vor Sandteufel. Victor überwacht den Bau der Phase 1-Anlagen, während ich den Hauptkern online bringe. Wenn er und die anderen Kernbots weiter so gut funktionieren, muss ich für diese Schicht vielleicht keine anderen Menschen wecken. Tja, das hat dann wohl nicht ganz so gut funktioniert. Victor hat sich sehr selbst gemacht. Hierher zu mir! Vorsicht, die Kernbots sind im Angriffsmodus. Oh, die ist jetzt endlich kaputt, ja? Jetzt muss ich irgendwie nach oben. Ja, das ist gut, dass wir Seth dabei haben. Wozu die Konsole wohl gut ist. Erst Knopf drücken, dann Fragen stellen. Das gefällt mir. Zeitspiel. Das heißt, wir holen das Ding jetzt hier rüber. Hey Kai. Hier ist Feuer. Muss der Glühofen sein. Mac und Seth passiert nichts. Ihre Höhlen sind ziemlich feuerfest. Aber du... Schon klar, nicht mit dem Feuer spielen. So, bin ich doch schon fast mitten, dass ich hier drin auch gleich noch Bots besiegen soll. Während hier alles brennt. Wachsam, es geht los! Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Okay.
Abbrechen, abbrechen, abbrechen! Na, jetzt sonst noch was? Okay, los, schieß! Da ist noch so einer. Der Analysator. Ein großer Ring in einem großen Raum? Genau. Steckt einfach den prismatischen Kern in die Hauptkonsole. Und das war's. Einfach. Natürlich. Das hier sieht schon so aus, als wäre es für Menschen gebaut worden. Nicht. Wie deckt sich denn solche Gewölbe aus? Kommt hier mal eine Plattform wieder vorbei? Das hat super funktioniert. Wohl die Energiekerne. Na, so eine Überraschung aber auch. Muss eine Inkubationskammer sein. Da findest du reichlich Kerne. Ja, das hier ist eben nicht nur ein Story-Adventure, sondern eben auch ein kleines Rätselspiel. Wobei klein in diesem Sinne vielleicht ist. Das Spiel kann man viel Zeit investieren. Ja, ich hab nicht gesehen, Koppeln. Ich habe sie auch gesehen, aber zu spät. War da jemand? Nice.
die gelben Beschuss finde ich jetzt ohne eben. Sehe ich hier doch nur noch die gelbe Waffenerweiterung. Das wäre ja auch mega geil. Daumen drücken. Gelbes Affinitätsgewehr-Upgrade. Na, sowas aber. Ein gelbes Munitions-Upgrade. Cool. Ja, aber sowas von. Natürlich kommt sofort die Waffenbots, um das auszuprobieren. Mac, da drüben! Ja, voll angreifen, Chef. Ja, bei Gelb. Sesam, öffne dich.